Das Wetter hatte in letzter Minute noch einmal ein Einsehen mit den Villmarer Narren und Narralesen. Gerade rechtzeitig zum Beginn des Zuges schlossen sich die Himmelsschleusen, zur Freude der Zuschauer und Kinder, die sich der Nässe zum Trotz doch zahlreich hier am Villmarer Rathaus eingefunden haben. Angeführt vom Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Villmar begann der närrische Lindwurm pünktlich um 14.11 Uhr sich seinen Weg durch die Zuschauer zu bahnen. Die Sendung mit der Maus verschiebt sich heute um ein paar Stunden, denn alle Hauptdarsteller, die Maus, der Elefant und die Ente, begleiten den Faschingsumzug gleich als zweite Zugnummer. Die Erzieherinnen und Eltern der Kindertagesstätte St. Agatha haben sich dieses Jahr die beliebte Kindersendung des WDR zum Thema genommen. Ihre Hoheiten, Prinzessin Silvana I. und Prinz Marvin I. aus Runkel, schlossen sich auf ihrem großen Prunkwagen mit ihrem Hofstaat den ersten Fußgruppen an. Wir grüßen Filmer mit einem Dreifachgelände in Runkel. Hello, Filmer! Hello! Und Witzmar! Hello! Jawohl, jetzt haben wir Stimmung hier! Hello! Kommt morgen alle nach Runkel zum Rosenmontagsumzug durch die Altstadt und Runkel! Die Tanzgruppen der Freiwilligen Feuerwehr Villmar bildeten das Gefolge. Vorweg die Jüngsten, die Rising Flames. Die Ölver, die Männertanzgruppe der Freiwilligen Feuerwehr, zeigte beim diesjährigen Tanzspektakel, dass die reiferen Männer noch lange nicht zum alten Eisen gehören. Die Burning Flames bildeten den Abschluss der erfolgreichen Tanzgruppen. Sie zeigten auf den Bühnen zahlreicher Faschingsveranstaltungen die fantasievolle Fortsetzung des Märchens um Hänsel und Gretel in einem beeindruckenden Showtanz. Frank Zanger vom Kiebitzmarkt in Villmar freute sich, dass er dieses Jahr mit seinem Bagagewagen, gefüllt mit Kartoffeln und Blumen, den Villmarer Faschingszug unterstützen konnte. Die Reiterfreunde Thalhof, allen voran Matthias Lauchs, versetzten die Narren am Straßenrand in das Mittelalter zurück. Zieht die Schellenkappen um, hängt eure Kleider drum. Keiner kennt sich hier noch aus, Burg Thalhof ist ein Narrenhaus. So das Motto dieser Gruppe. Das alte Gemäuer der Burg erinnert unwillkürlich an die Überreste der alten Brücke mit Wiesentor und Zwinger unter der Weilburger Straße, die bei den EKVO-Maßnahmen der Straßensanierung zutage getreten sind. Das sind wir dabei, das ist prima. Das haben sich die Freunde aus Villmar und Aumenau gedacht und mit ihrem Wagen New Kids den Fastnachtsumzug in Villmar bereichert. Davon können wir noch viel mehr gebrauchen. Sehr schön. Helau, ihr Freunde aus Villmar und Aumenau. Die Kirmesburschen des Jahrgangs 2018 ließen es auf ihrem Wagen so richtig krachen. Hier wurde Party gefeiert bis zum Abwinken. It's raining men. Es regnet Männer. Oder anders betont, es regnet Männer. Vom bekannten Songtext abgeleitet, hat das hier nichts mit dem Regen zu tun, von dem das Villmarer Narrenvolk gerade verschont wurde. In diesem Lied der Weather Girls wird über die Freude berichtet, dass es nun endlich Männer regnet, in allen Formen, Größen und Farben. Die Candy Girls, die Tanzmädel und Kids vom Quartettverein präsentieren sich hier in ihrem bunten Outfit. Hello! Hello! Hello!
Und hier der Wagen der Kirmesburschen 2019. Wir feiern, bis die Hüte fliegen. So kündigten sie ihre Hüttengaudi am 6.9. zur Filmerer Kirmes mit den Bayermen an. Der Turnverein Filmer war mit seiner Fußtruppe unterwegs im Stil der 80er und 90er Jahre. Die Peter- und Paul-Garde sucht noch Gallia und mit Asterix und Obelix fragen sie sich, wo sind die Römer? Damit es ihnen an diesem Faschingssonntag nicht zu kalt werde, brauten ihre Druiden einen ordentlich wärmenden Trunk. Hello! 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 Selbst im Knast eine große Feier, denn die Narren sind aus Weiher. Mit diesem Motto fährt hier der Wagen der Kirmesgesellschaft Weiher der Jahre 17 bis 19 mit. Tja, und da war der Zug dann auch schon wieder zu Ende. Schade, denn die Narren und Kinder am Straßenrand hätten davon gern noch mehr gesehen. Vielleicht dann das nächste Jahr.